Herzlich willkommen zurück zu Remember Me. Wir sind hier immer noch am Start mit diesem komischen Rätsel. Wir machen jetzt erstmal den Bildschirm aus und aktivieren Jax. Dann geht's weiter nach vorne. So, los geht's. Jax rastet aus, geht zu Nillen rüber. Okay. So, und jetzt zerbrech. Frontscheibe, genau. Jetzt rastet die nämlich auf, in einem Becher fällt hinten auf dem Rücken. Auf Nillens Bären drauf. Oder so. In die Tasche. Oh, Scheiße. Das Memo. Schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Genau, das wollte ich. Habe ich gewusst, dass das so funktioniert. Deswegen habe ich einen ganzen Part gebraucht, um das zu machen. Mami? Nillen? Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling. Mein Bein. Mami? Tja. Geburtstagscrash. Jetzt war sie selber schuld. Mami? Nillin, dein Bein. Oh, mein Schatz. Du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig. Und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz. Es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Terrorist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Auf nie vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Sie ist zur Einsicht gekommen. Dank Nillen, dank ihrer Tochter. Errungenschaft freigeschaltet. Bist du meine Mama? Unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Alphonse de Lamartine. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Episode 6. Verrotteter Kern. Irgendwo kann man Nillen verstehen. Ich weiß auch langsam nicht mehr, ob Edge es ernst meint oder nicht.
Keller der Bastille. Aber was hat Edge denn vor? Nein. Er hat das bestimmt gewusst. Nellen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Was hat das zu bedeuten? Was hat Edge nur vor? Oh oh. Da sind wieder diese unsichtbaren Typen. Tun die mir jetzt was? Oh Mann. Nicht die tollste Option, aber na gut. Da sind sie. Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Ja, irgendwo Licht? Nimm meine Augen! Irgendwo Licht. Waschel kommt. Aua. Aua. Das ist der Waschel. Auf den Sack. So, alle tot und ab die Post. Erreichen Sie den Fahrstuhl, ja, habe ich ja gemacht. So. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket. Ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ist Edge wirklich unser Freund? Er bringt uns dahin, wo wir abgehauen sind. Was? Und hoch. Toll. Das bringt mir was? Nix. Das bringt mir gar nichts. Da komme ich nicht hoch. Komm ich auch nicht hoch. Hm, was? Ach so, das ist der Staubsauger. So, jetzt komme ich hoch. Ich muss da hin. Was soll mir das bringen? Vielleicht hier links oder links, rechts klettern? Nee. Dieser Kontrollposten ist inaktiv. Bitte zurücktreten. Achso, hier kann ich durchlaufen. Ich hab das gewusst. Oh. Hey. Das finde ich nicht in Ordnung. Zurück. Hey! Das wollen wir nicht! Weg damit!
Achso, ich muss warten, bis das hier ist. Zack, weg. Kurz warten. Oh, Nillen hat Kopfschmerzen. So wie die gerade genickt hat. So, und da wollen wir hin. Patrick Crest. Oh oh. Ich hab's. Bad Requests Picksocket. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder. Stimmt's? Was hat Edge vor? So langsam wird er mir unsympathisch. Picksocket. Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser. Gut. Gut zu wissen. Okay. Fensterladen. Okay, ja. Ja klar. Ist verstanden. Die Tür. Die Türkontrolle-Kapsel zu überlasten. Energiepaket auf. Ja. Achso, ich muss erst hinter mir. So. So. Okay. Was haben wir hier drin? Nix. Aber hier kann. Achso, das ist so ein Art wegnehmen, ne? So. Jetzt kann ich was anderes öffnen. Und zwar. Installieren. Ach ne, das nur bewegen. Okay. Fenster feuern. So. Sag das doch. Kann durch Fenster feuern. Haben wir da hinten irgendwas? Ja, da haben wir was. Die Tür aufmachen. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Abend. Das haben wir mit. Weißt du nie. Bürger von Neo Paris. Ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit, wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Mehr denn je hofft, dass Männer da die Tür auf. Finden, so. Diese schreckliche Seuche. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. Toll. Da ist irgendwas. War der nicht da gerade? Nee? Ja, nee, nein, vielleicht. Nee. Das war nicht hier, alles klar. Oder doch da hinten? Was haben wir denn hier? Was zur Hölle haben wir denn hier? Sieht was, guck mal. Geschichte von Neo Paris. Aha. Interessiert das? Okay, da brauche ich auf jeden Fall wieder so ein Ding. Ich ja hier vorne. Aber was haben wir hier unten? Ach, hier sind wir wieder hier. Ach so. Okay. Gut, verstanden. Verstanden. Alles klar, also nehmen wir uns das wieder mit. Und gehen hier lang. Und die Tür auf. So, jetzt sind wir hier. Suche. Bitte Geduld. Okay. Suche. Bitte Geduld. Kommen wir nicht durch. Willkommen, Dr. Green. Was? Doch? Warum erkennt er mich denn als Dr. Green? Da oben ist Bad Request. Rückwandlung 27%. Boah. Hier ist die Leiter. Hier ist Dr. Sebastian Quaid. Ich bin mir sicher, auch euch hat die Ankündigung von Frau Cartier Wells tief enttäuscht. Nie waren wir so nahe daran. Patrick Rest. Der Arzt in meinem Kopf. Bad, wir holen dich hier raus. Seine Schlicht zum Patienten transferieren. Oh oh. Bitte zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. Schnell hier runter. Wer oder was kommt da?
wieder so ein Typ. Das ist doch scheiße. Kommt da gleich wieder Blitz an? Oh ne, jetzt kommen erst die zwei Jagd. Das ist jetzt nicht so das Problem. Und das. Bam, 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 Junge. Raserei. Tot. Oh, da kommt noch einer. Alter Vater. Und noch zwei Sofischer. Und noch da oben noch. Und noch einer. Genau, übertreib halt. Aua. LOL. Lässt Nillen unsichtbar werden und erlaubt es ihr sofort einem Gegner zu überlasten. Okay, cool. Wollen wir doch den da hinten. Nähern Sie sich dem Enforcer. Überlasten! Achtung, Überlastung funktioniert nur am Rücken eines Ziels. Die Unsichtbarkeit dauert 30 Sekunden. So, und jetzt gib ihm. Bam. Da ist noch einer. Combo Lab. Wir haben irgendwas Neues. Achso. Alles klar, das ist eine Heilung. Die könnten wir nicht gebrauchen. Wir brauchen Y-Heilung. Haben wir jetzt nur X zur Auswahl. Das ist ja ein bisschen doof. Na komm. Machen wir hier. Oh. Nein, ich will das da. Dahin. Ja. Und dann hier den Damage-Ding. Dahin. Genau. 3 mal Y, 2 mal X. So. Und bevor ich hier weitermache, beenden wir den Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Remember Me. Bis dahin, macht's gut. Ciao.